So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch mal wieder ein neues Projekt vor. Aber keine Angst, es ist nicht mein Projekt, weil wir sind immer noch am Zenit der Machbarkeit angekommen. Wir bauen Projekte erstmal ab, bevor wir neue Projekte anfangen. Aber das ist für mich ein persönliches Anliegen. Und zwar merke ich wirklich von Monat zu Monat, wie es immer schlimmer wird. Nicht, dass die Leute kein Interesse mehr am Tuning haben, sondern gefühlt tunt keiner mehr. Und das finde ich einfach schade, weil man darf immer nicht vergessen, wir sind alle damit groß geworden. Wir haben alle geschraubt, sei es Mofa, 125er, ferngesteuerte Autos und. Und das finde ich wird so drastisch extrem weniger, dass ich mir jetzt gezielt diese Tuning-Projekte raussuche, die ich richtig feiere, weil ich weiß, wie viel Leidenschaft und wie viel Arbeit dahinter steckt. Und euch die auf jeden Fall vorstelle, weil ich finde es schade, dass solche Projekte in Vergessenheit geraten, obwohl sie wirklich immer noch tagtäglich geschraubt werden. Natürlich, in der Gesamtheit wird nicht mehr so viel geschraubt, aber es gibt immer noch die gleichen Verrückten, die wirklich jeden Tag am Schrauben sind. Und da müssen wir wieder hin, weil ich denke, wir müssen definitiv wieder das Tuning aufleben lassen und sollten wieder richtig anfangen zu schrauben und zu basteln. Und genau dafür ist das Auto perfekt, was ihr jetzt seht. So, wie ihr gerade gesehen habt, geht es heute um einen VW Käfer und dieser Käfer gehört diesem jungen Herrn und zwar Renke. Moin, hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ihr kennt ihn ja schon aus den NG-Videos, Mitarbeiter bei Tim. Genau. Und ich habe schon vor dem Video so kurz angekündigt, ich finde das extrem cool, wenn es wirklich noch Leute gibt, die halt wirklich richtig, richtig schrauben. Und ich habe nur mal so ganz kurz hier in die Halle reingeguckt und sehe auf jeden Fall, dass hier viel geschraubt wird. Ja. So, das Projekt ist nicht so ein Projekt, was man mal eben so in 3 Monaten zusammenbaut, ne? Nee, also ich habe das Auto jetzt mittlerweile seit 2008, 2009. In letzter Zeit ist das Schrauben ein bisschen kurz gekommen, weil ich meine Wohnung noch komplett baue und wir bei NG auch echt super viel zu tun haben. Aber jetzt im Winter geht es auf jeden Fall wieder richtig rund. Das heißt, über 10 Jahre schon? Ja. Die ganze Zeit, so wie wir ihn jetzt gleich sehen, oder wie waren da so die Stufen, die du so gebaut hast? Ich habe das Auto wirklich mehr oder weniger schrottreif gekauft. Also es war erstmal super viel Schweißarbeit zu tun. Das Auto hat irgendwann wirklich nochmal neuen Lack gekriegt. Mittlerweile ist eigentlich alles anders, als es mal vor 10 Jahren war. Das ist nämlich jetzt auch wieder ein perfekter Punkt. Habe ich nämlich neulich auch mit JP auch mal so kurz ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Zu unseren Zeiten vor 10 Jahren war das für dich wahrscheinlich ja noch ein Traum, so einen alten Käfer zu kaufen und den fertig zu machen. Auf jeden Fall. Heute denkt man da irgendwie gar nicht mehr so dran. Ich behaupte mal, viele von den 18-Jährigen aktuell, die kennen noch nicht mal die ganzen alten Autos. Ne? Nee. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil wir kommen halt schon noch so aus einer Generation, wo man halt solche Autos wirklich haben wollte. Ich weiß noch, mein erstes Auto war ein Golf 1 GTI. Ich wollte auch damals gar nicht irgendwie einen Golf 3, Golf 4, wie auch immer haben, sondern man wollte gerade diese alten Autos haben, weil man an denen halt noch so cool basteln konnte. Ne? Das hat ja auch einfach noch Charakter, ne? Das kommt noch dazu, ne? So viel erstmal kurz dazu. Also, leg du mal einmal los zum Thema Käfer. Ich werde immer zwischenfragen, weil ich habe nämlich von Käfer leider relativ wenig Ahnung. Ja, nö, erzähle ich einfach mal was. Also das Auto ist Baujahr 1984. Es ist ein sogenannter samtroter Sonderkäfer. Es ist eine Sonderausstattung gewesen. Originalfarbe so gewesen? Die ist Originalfarbe gewesen und ist auch wieder so lackiert worden. Mhm. Also ist der Originalfarbton. Mittlerweile ist natürlich alles ein bisschen anders, hast du ja schon gesehen, aber es ist halt ehemals ein Sondermodell gewesen und ich habe den damals für, lass mich überlegen, 1000 Euro oder 1000 D-Mark gekauft. Mhm. So vor diesen 10 Jahren. Mhm. 1000 Euro waren das schon, ja. Ja, 1000 Euro. Ich sehe auf jeden Fall gleich, laufen wir mal einmal rum. Das erkenne ich auf jeden Fall, dass das nicht original ist. Nee, das ist eigentlich auch eine ziemlich lustige Geschichte. Ich habe irgendwann bei eBay oder ich weiß nicht, ob es da auch schon bei Facebook war,
habe ich ein paar HTN-Felgen gefunden und habe da vielleicht auch schon gesehen, die Kreuzspeichelfelgen, die drauf sind. Mhm. Und dann hatte ich die halt irgendwann zu Hause und wollte die unbedingt auf dieses Auto haben. Das Problem war einfach nur, dass die 8 Zoll breit sind und die halt nicht mehr unter die Kotflügel gepasst haben. Mhm. So, also wieder geguckt, gebrauchte Kotflügel gekauft, dann irgendwann bei eBay die passenden Kotflügel gefunden, dann kamen die, waren aber blau. Mhm. So, günstig geschossen, überlegt, okay, Kotflügel lackieren. So. Gebrauchte Kotflügel heißt, es gab damals schon breitere? Ja, es gab damals von der Firma Kärscher gab es verbreiterte Kotflügel. So, und da kam dann eins zum anderen. Das war dann auch die Neulackierung. Also, das waren quasi die Golf-7-Kotflügel von damals. Genau, Liberty Walks mäßig. Nein, als ich diese Kotflügel dann hatte, habe ich die rot lackiert, in diesem Samtrot, um dann festzustellen, Mensch, die rote Farbe auf dem Auto ist natürlich nach den Jahren ganz schön ausgeblichen. Mhm. Und dann habe ich einfach mal auf irgendeinen Abend den Druckluft-Exzenterschleifer auf dem Dach angesetzt und habe mir überlegt, jetzt wird das ganze Ding lackiert. So. Ja. Und so ist das eigentlich alles so ins Rollen gekommen. Und bei so alten Autos darf man ja auch einfach die Karosseriearbeit, wir haben das ja schon so ein bisschen bei Marius bei den ganzen T1 und so gezeigt, das ist ja meistens auch ein Fass ohne Boden. Ne? Ja. Wenn du da an einer Stelle anfängst, gerade wenn man es dann doch halt am Ende schön haben will, ne? Ja. Ja, da kämpfst du dich ja wirklich von Stelle zu Stelle. Ne? Ja, vor allem diese ganzen Ecken und Kanten, wo man dann doch irgendwie noch was versiegeln muss, das verzeiht halt auch nichts. Ne? Das heißt, du warst den erst gefahren und hast ihn stückchenweise immer umgebaut? Genau, ich habe den erst, als ich gekauft habe, habe ich mit einem guten Kumpel, danke nochmal, habe ich den damals TÜV fertig gemacht, um einfach überhaupt mal damit fahren zu können. Und dann irgendwann bin ich nach Hannover gefahren zum Maikäfer-Treffen und da hat mich auf dem Rückweg, hing ich die ganze Zeit hinter einem LKW fest auf der B65 und dann kam von hinten ein Käfer an, hat mich überholt, hat den LKW überholt. Ich habe nur ganz erstaunt hinterher geguckt und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich brauche einen großen Motor. Und dann ging das Ganze los. Da sind wir nämlich auch gerade bei einem entscheidenden Punkt, da haben René und ich nämlich auf dem Hinweg noch drüber gesprochen. Wie kommt es, dass du vor 10 Jahren gesagt hast, ich will unbedingt einen Käfer haben? Also bei mir muss man sagen, dass im Freundeskreis fast alle irgendwie luftgekühltes Auto fahren. Und zu dem Zeitpunkt bin ich da so ein bisschen mit reingerutscht, habe da zig Leute kennengelernt. Und dann war natürlich relativ schnell klar, dass man halt auch irgendwie ein luftgekühltes Auto haben will. Ich glaube, viele können sich das gar nicht so vorstellen, dass es tatsächlich einen ganzen Freundeskreis gibt, wo alle luftgekühlt fahren. Ne? Ja, es ist bei uns so. Einer hat einen T1, der nächste hat einen Typ 3, wieder der nächste fährt einen alten Käfer. Also ich weiß noch zu meinen Anfangszeiten mit dem Golf 1 GT, da war es halt auch so, da war man natürlich dann immer so unter Golf 1, Golf 2 Fahrern unterwegs. Ja. Aber mit der Zeit ändert sich halt alles so ein bisschen. Ne? Ja. Aber ich habe ja meine Karosse immer noch. Allerdings wartet. Die wartet auch gut, die wird auch noch ein bisschen. Die wird auch noch ein bisschen warten, weil die müssen nämlich auch gelackt werden. So, okay, das heißt, einmal blank gemacht komplett und lackiert das Ding. Genau, einmal komplett blank gemacht, Scheiben alles raus, Innenausstattung alles komplett raus, Kotflügel alles ab, selber alles geschliffen, selber bei mir in der alten Halle alles gefüllert, geschliffen und auch selber mit einem Freund zusammen in der Halle lackiert. Das ist eine Werkstattlackierung. Dafür ist aber gut geworden. Also wirklich vorher noch oldschool mit der Gloria-Pumpspritze auf den Boden lang gegangen und alles nass gemacht und dann nochmal wieder geguckt und nochmal abgewischt. Ich weiß, bei den Käfern ist ja die Ersatzteilversorgung zum Glück ganz gut, ja, weil es ja eigentlich alles als Repro gibt. Ja. Ne? Also wenn man jetzt nicht gerade in ein Auto Baujahr 50 fährt, kriegt man alles für die Autos. Mhm. Dann gibt es ja ganz viele von diesen Mexiko-Käfers. Ist einer. Und dann ging das ja auch los mit diesen ganzen Repro-Teilen. Ne? Ja. Da muss man halt immer sagen, es gibt komplett unterschiedliche Qualitäten. Da ist auch so ein bisschen die Sache, da entscheidet dann am Schluss der Geldbeutel. Mhm. Oder auch bei manchen Sachen, selbst wenn die teuer sind, gerade bei den ganzen Gummiteilen, erlebt man das oft. Man baut irgendwas ein, denkt so, gerade bei den Scheiben und sowas, jetzt ist alles gut. Und trotzdem wird es spröde oder irgendwas reißt. Da steckt man dann oft nicht drin. Ich weiß auch, das war auch so meine absolute Traumfelge damals, die ich dann auch für den Golf mir irgendwann hart zusammen erspart hatte, war halt auch die HTN-Felge. Ja. Allerdings in dem Rennsport-Design mit den geraden Speichen. Ja. Und da war halt immer das Coole, dass du dir theoretisch die ganze Felge mehr oder weniger selber zusammenstellen konntest. Du kannst die Betten komplett puzzeln, also es gibt unterschiedlich breite Betten, du kannst den Stern dann ja verschieben, die ETs ändern, das ist wirklich super geil. Gibt's alles, ne? Komplett. Ist natürlich jetzt mittlerweile schwierig, an die Sachen ranzukommen. Wie gesagt, ich war mit dem war auch total happy, als ich dann diesen Satz sogar gebraucht bekommen habe. Ja. Für halbwegs erschwingliches Geld. Also. Und ich weiß immer noch, hier von unserem tiefen René-Fahrer,
Damals war das alles mit Kotflügel noch gar kein Problem, weil wenn du in den Golf 1 mit 7x13 gefahren bist, hattest du noch 5 cm Platz im Radhaus, aber unten war schon alles weggeschliffen, der ganze Unterboden blank. Also da fingst du dann wirklich an, so Auspuffanlagen umzuschweißen, Stabis umzulenken, ja, und so weiter halt, ne? Dass das da alles so, noch so gegen Querlenkeraufnahmen war immer so ein Punkt vorne. Ja, cool. So viel schon mal dazu. Der viel, viel interessantere Teil befindet sich allerdings hier. Ja, da habe ich mal so ein paar Sachen aufgebaut. Wie lange bist du an dem Motor jetzt schon bei? Also ich sammle jetzt, glaube ich, schon seit 2 Jahren ungefähr Teile. Mhm. Das Ganze ist natürlich auch alles nicht günstig. Ist auch immer eine Sache, sich das zusammenzusparen. Ja, ja, klar. Und jetzt diesen Winter habe ich definitiv alles an Teilen soweit zusammen. Und jetzt geht auch der Zusammenbau los. Jetzt geht's los. Was war der letzte Step-Motor, den du mit dem Auto gefahren bist? Ich hatte einen 2,1 Liter, mhm, also auch einen normalen Käfermotor mit 40er Weber-Vergasern. Mhm. Das waren dann so 120 PS ungefähr. Mhm. Fuhr was, auch schon gut. Was für so einen Käfer schon gar nicht so schlecht ist, ne? Das ist schon nicht verkehrt, aber du kennst das ja selber, man will ja dann auch immer mehr. Ja. Wie viel PS hat so ein Ding, wenn es vom Werk kommt? Je nach Ausstattung, also ein 1,2 Liter hat dann 34 PS, ein 1,6 Liter hat dann um die 50 PS und das war es dann eigentlich schon, ne? Meine Mutter hat auch ein Käfercabrio, allerdings so ein Oettinger Cabrio, der hat glaube ich 82 dann oder 84. Ja. Aber was natürlich, ich glaube auch, dass so ein Auto mit 120 PS fährt das Ding schon so sportlich. Es macht auf jeden Fall schon Spaß, ja. So, aber es wird natürlich dann auch schnell langweilig, ne? So, jetzt kommen wir natürlich dann zu der Oberliga. Käfermotor ist nämlich Vierzylinder Boxermotor, das heißt die Zylinder laufen sich 180 Grad gegenüber. Hatten wir so noch gar nicht. Sieht auch gleich so komplett anders aus, weil sieht eigentlich nicht aus wie so der Motor, den du bisher so gesehen hast. Ne? Komplett anders, ja. So, und dazu kommt auch noch, was ich bei diesen Käfermotoren so cool finde oder bei den Boxermotoren generell, ist halt, dass du sowohl Zylinder als auch Kopf immer so schön einzeln hast. Ne? Ja. So, dafür stelle ich es mir wiederum umso komplizierter mit allem zusammen, was mit Kurbelwelle zu tun hat. Weil um da ranzukommen, musst du halt immer die Gehäusehälften komplett auseinandernehmen. Das ist ein getrenntes Gehäuse, das ist wirklich in der Mitte getrennt. Und hast dann auf dem Motorständer die zur Seite gekippt, die Gehäusehälfte, und musst dann Kurbelwelle und sowas alles einlegen. So, wo fangen wir an? Gehäuse? Genau, das ist ein Nachbaumotorgehäuse. Weil das sieht auch irgendwie vom Guss her schon viel massiver aus, ne? Das soll angeblich so das stabilste sein, was man im Moment auf dem Markt kriegen kann. Ist ein Nachbauteil aus Amerika. Aber das finde ich halt schon immer wieder krass, wenn man sich überlegt, wie groß diese Käferszene ist, dass es nicht nur überhaupt erstmal solche Motorgehäuse im Nachbau zu kaufen gibt, sondern dann auch noch verschiedene Versionen. Ne? Ja. So, ne? Das ist so. Bei dem Gehäuse sind halt einfach ganz viele Sachen berücksichtigt, die normales Standard-Käfergehäuse nicht hat. Mhm. Das heißt, ich habe von Haus aus schon eine wesentlich größere Bohrung drin, ich habe alles verstärkt, verrippt. Man sieht auch hier so diese Auswirkungen, das heißt, ich habe Platz für viel mehr Hub, für eine größere Kurbelwelle. Mhm. Ich habe hier unten schon so Kühlrippen ran. Serienmäßig sitzt beim Käfer hier oben der Ölkühler drauf. Also Käfer hat normalerweise einen so einen stehenden Ölkühler. Hier drüber sitzt dann ein Kühlluftgebläse, was diesen Ölkühler anströmt. So, das ist hier zum Beispiel schon verschlossen, weil man das ab einer bestimmten Leistungsklasse fährt man einfach diesen Serienölkühler nicht mehr. Bei normalen Gehäusen machen das manche, dass sie den noch zusätzlich noch mit drauf haben. Aber dieses ist dann ein sogenanntes Full-Flow-System. Bei mir wird das Ganze sogar ein Trockensumpfsystem. Das heißt, mit diesem normalen Ölkreislauf hat das eigentlich nicht mehr viel zu tun. Der originale Block ist auch aus so einem Aluminium? Das ist eine AS41 bzw. AS21-Legierung Serie bei VW, aber es ist auch schon Alu. Mhm. Allerdings Buchsenstahl. Ja, so also Grauguss ist das, ne? Grauguss, genau. Ja. Also ich weiß nicht, wie nennt man es? Eigentlich nennt man es Zylinder, ne? Es ist ein Zylinder, ja. Ist eigentlich richtig Zylinder, ne? Ja. Ja, cool. Dann geht es weiter. Kurbelwelle. Genau. Sieht auch alles andere als original aus. Kurbelwelle können wir mal machen. Ich habe noch eine originale 1,6 Liter Kurbelwelle hier liegen. Kann man da mal daneben werfen. Das ist ein Vergleich. Man halt mal so den Unterschied zwischen 69 mm Hub und 90 mm. Und auch das ist ja noch nicht mal so eine richtige Vollwangenwelle, ne? Ja. Die ist ja richtig mit Gegengewichten.
So, das waren 90 mm? Das ist 90 mm Hub und das hier ist 69. 69? Ja. Okay, das ist natürlich dann schon... Das ist schon ein heftiger Unterschied. Eine ganz schöne Ecke mehr, ne? Das heißt, serienmäßig hatte dieser Motor wie viel Hubraum eigentlich? Entweder 1,2, 1,3, 1,5 oder 1,6 Liter. Ist 1,2 bis 1,6 alles die gleiche Welle? Nein. Okay, gibt auch verschiedene Wellen, ja. So, und wie viel Hubraum soll dabei rauskommen? Bei mir wird das 90 Hub mal 94 mm Bohrung ergibt 2,5 Liter. 2,5 Liter. Das ist dann auch schon, ist ja auch schon irgendwie ein recht männlicher Kolben so, ne? Viel so. Mehr geht dann auch nicht. Also man könnte die Bohrung geht noch eine Variante größer, aber aufgrund des enormen Hubs und auch der Drehzahl ist das, glaube ich, schon ausreichend. Was soll der Motor drehen am Ende? Um die 8000. 8000, okay. Ja. So, jetzt musst du mir eine Sache nochmal erklären. Nockenwelle, Ventiltrieb. Ja. Ist ja beim Käfer auch ganz speziell. Also speziell haben, nicht, aber anders. Ja. Wir haben in dem Gehäuse, die Nockenwelle liegt hier unten unter der Kurbelwelle. Sieht man da auch. Wird dann über das Nockenwellenrad über die Kurbelwelle, da ist auch ein Zahnrad drauf angetrieben. Ich habe wirklich hier solche Stößel links und rechts sitzen. Die Stößel bestätigen eine Stößelstange, die dann von hier nochmal weggeht. Und diese Stößelstange betätigt dann hier die Kipphebel. Und über die Kipphebel ganz normal Ventilspiel einstellen, werden dann die Ventile gesteuert. Das sieht auch so ein bisschen so nach Ami V8 und so aus, ne? Das ist auch Powder, ja. Also es ist auch ein Ami-Kipphebel. Der hat jetzt nochmal dann eine geänderte Übersetzung. Krasses Zeug. Und das gibt es alles so für diese Motoren so zu kaufen? Das gibt es alles so zu kaufen. Was ist so, wenn es in Sachen... Wir machen erstmal bei Kopf weiter. Wir machen erstmal Kopf weiter, wir wollen ja nicht zu viel vorwegnehmen. Kopf habe ich so in meiner Laufzeit immer mal wieder bei NG schon mal so ein bisschen was mitbekommen. Auch das ist ein Repro-Teil? Das ist auch ein Nachgusskopf, den ich dann nach meinen Wünschen bearbeitet habe. Das heißt, ihr habt da wirklich Stunden rein investiert, Know-how, Fließbank vermessen. Ich einfach irre lange mit dem Fräser bei uns im Schleifraum verbracht, dann wieder an der Fließbank verbracht, dann Sitzringe rein aus Aluminium, um nochmal wieder auf der Fließbank was auszuprobieren, andere Führungen. Ich habe mir Ventile anfertigen lassen mit einem dünneren Schaft als Serie. Es sind die besten Materialien für Sitzringe reingekommen. Bin einfach mal wirklich gespannt, was am Schluss dabei so rumkommt. Das heißt, das ist jetzt wirklich schon Nähe dem Optimum, was ihr hier rausholen konntet? Ja, also meiner Meinung nach ist das das Optimum, was man aus diesem Kopf rausholen konnte. Das ist auch wirklich schon alles eng. Da passt auch an Ventilen nicht mehr viel rein. Also serienmäßig haben die Ventile einen Achterschaft. Das sind jetzt Ventile mit 7 mm Schaft. Auch einfach, um noch mal ein bisschen Gewicht zu sparen. Ich finde diese Geometrie so witzig, hier reinzugehen und an der Seite rauszugehen. Ja gut, das ist natürlich dem Boxer geschuldet. Ne? Ja, das ist so. Ja, weil bei den ganzen Porsche-Motoren geht es ja nach unten raus. Ja. Da hängt ja der Krümmer immer so, ich sag mal, unter. Das ist ja ein serienmäßiger Käfer auch schon an der Seite? Ja, das ist ja ein sogenannter Typ 1 Motor. Es gibt auch den VW luftgekühlten Motor Typ 4. Und der Typ 4 hat die Auslasskanäle nach unten. Wir nach unten, ne? Ja. Krass. Ja, hier könnten wir uns jetzt natürlich noch Jahrtausende dran aufhalten. Das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Gerade, weil wir gucken mal, wie sich das alles so entwickelt. Da können wir auch irgendwann bei NG nochmal drauf eingehen und so weiter. Ne? Auf jeden Fall. Dann sehe ich schon, da sollen keine Vergaser mehr drauf. Nein, ich habe es dir eben ja auch schon mal erzählt. Ich werde den Motor zur ersten Betriebnahme erstmal mit Weber-Vergasern auf dem Motorständer laufen lassen. Aber es ist auf jeden Fall geplant, auch diesen Winter eine Einspritzanlage zu verbauen. Das heißt wirklich ein Drosselklappenelement mit einem Einspritzventil. Genau. Das sind jetzt 48er Drosselklappenteile. Die baut ein Bekannter von mir aus Bad Salzuflen. Wirklich super geil verarbeitete Teile. Ja, die werden auf jeden Fall drauf kommen. Und 48 ist halt auch schon gut. Ich muss ja auch sagen, ich finde auch einfach die Optik in diesem Schwarz. Also ich mag das einfach. Ne? Ja, klar. Und man darf auch nicht vergessen, die Dinger stehen dann ja theoretisch so da drin. Ne? Die stehen da so drin, ja. Das gibt auf jeden Fall ein Geräusch. Das gibt ein Geräusch und es wird auch noch spannend,
aufgrund der Motorbreite, ob das wirklich dann da so hinten auch alles reinpasst. Vor allem gerade auch, weil man ja schon trichtermäßig auch so ein bisschen beschränkt ist, ne? Ja. So einen ganz flachen Trichter da drauf machen, weiß ich noch aus den alten Zeiten von den Weber-Vergasern. Ich hatte nämlich damals auch Doppelweber auf meinem Golf 1 drauf. Das ist ja auch wieder so eine Sache mit kurzen und langen Trichter, mit Drehung, also ein bisschen so eine Glaubensfrage und ein bisschen ein Ausprobieren. Und so wie ich dich kenne, willst du Tennis ja wahrscheinlich eher sogar lange Trichter haben, ne? Ich möchte da auch ehrlich gesagt auf dem Prüfstand auch ein paar Sachen ausprobieren. Ja. Ich habe verschiedene Trichter jetzt schon gemessen und habe da auch schon so ein paar Sachen festgestellt, beobachtet, und ich werde das wirklich auf dem Prüfstand nochmal ausprobieren. Genauso, was ich da auch mit dem Auspuff gezeigt habe. Ich werde an dem Auspuff noch ein bisschen rumprobieren. Es gibt da noch einige Stellschrauben, wo man noch mal testen kann. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall noch mal wieder ansetzen, wenn es dann zur Montage am Ende geht. Ja. Da kann man das mit diesem Boxer-Prinzip, glaube ich, noch mal cooler erklären. Ja. So, und hier haben wir noch mal einmal Getriebetechnik. Hier ist das neue Getriebe, was jetzt auch extra für das Auto entstanden ist. Liegt hier leider auch schon viel zu lange so bei mir rum. Wird jetzt aber auch als nächstes eingebaut. Mhm. Ist auch komplett verstärkt, hat eine Sperre von Crave drin, hat eine geänderte Achsübersetzung, hat extra Gänge in den passenden Übersetzungen für den jetzigen Motor. Ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie das fährt. Ja, ja. Was ich ja bei sowas immer witzig finde, das ist so Käfer und Porsche die einzigen Autos, wo halt das Getriebe vor dem Motor ist. Ne? Mhm. Man würde immer so denken, das zeigt nach hinten, nee, es zeigt eigentlich nach vorne. Ne? Es ist ja auch so super genial, dass das alles so schnell ein- und auszubauen geht. Ja. Also ich sag mal, Getriebe sitzt dann hier hinten an zwei Schrauben. Mhm. Der Motor sitzt hier in diesen Löchern, ist dann so einfach nach hinten rauszuziehen. Normalerweise hat der Käfer hat hinten das Blech ist nicht rausnehmbar unter der Motorhaube. Ich habe das rausnehmbar gemacht, das heißt, du kannst den Motor auch im besten Fall so nach hinten rausziehen. Ja, ja. Das macht das natürlich alles wesentlich leichter. Und das ist dann weiterhin ein Viergang oder ist das dann auch schon ein umgebauter Fünfgang? Das ist ein Viergang. Viergang. Kann man, gibt es sowas auch als Fünfgang? Es gibt einen Fünfgang-Umbausatz, ist schon relativ teuer und macht auch nicht unbedingt immer Sinn. In dem gleichen Gehäuse dann oder wird das verlängert? Es wird verlängert. Okay. Ich meine, es wird verlängert. Es gibt so einen Umbausatz, nagel mich jetzt nicht drauf fest. Und Torsensperre drin? Ja, ist eine Crave-Sperre drin. Ja, cool. Also, wie ihr seht, nichts original. Richtiges Hobby einfach, ne? Ja. So, weil Zeit und Geld intensiv, ne? Aber das habe ich auch in dem anderen Video schon gesagt. Ja, natürlich ist das bescheuert, so, aber irgendwas muss man ja machen. Also man muss ja einfach mal sowas machen. So, ne? Ich bin da voll und ganz auf deiner Seite. Ich kann das komplett verstehen. Ich finde das cool, wenn es solche Leute noch gibt. Und genau deswegen wollten wir euch auch einmal dieses Auto vorstellen. Freue ich mich. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinballern fleißig. Ob ihr das cool findet, ob ihr es nicht cool findet, ob wir da weitermachen sollen, was wir vielleicht zeigen sollen. Natürlich fahren, immer gut. Wird natürlich noch ein bisschen dauern, jetzt ist eh erstmal Winter und das Ding muss halt auch erstmal fahren. Ne? Ich wollte sagen, vielleicht der erste Testlauf oder sowas. Ja, ich sehe auf jeden Fall 1 Million Sachen an dem Auto noch, auf die ich jetzt am liebsten nochmal eingehen würde. Aber ich würde sagen, wir halten das heute mal ein bisschen zurück und gucken mal einfach, was die Zeit so mit sich bringt. Ja, auf jeden Fall, machen wir so. Bis zum nächsten Mal. Ciao.